herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist Freitag, schon Nachmittag. Die Family ist sogar schon zu Hause. Ja, ich habe vorher schon Haushalt erledigt. Einiges zeige ich euch jetzt mal im Schnelldurchlauf. Und dann muss ich jetzt für morgen was kochen, denn heute Abend gibt es wieder Fastfood, ne? Ist ja Fastfood-Freitag und deswegen habe ich an Pommes gedacht und eventuell, wenn ich welche da habe, Fischstäbchen, muss ich gleich gucken. Wenn nicht, muss ich gleich jemanden losschicken oder Nuggets oder irgendwie sowas. Aber für morgen koche ich jetzt eine Suppe, was für eine Überraschung, eine Suppe. Und zwar Rassolnik. Rassolnik ist eine russische Suppe mit Perlgraupen und Gewürzgurken drin. Ja, und die liebe ich. Mir ist eigentlich schon seit Wochen danach, aber dann war immer wieder irgendwas anderes dazwischen gekommen. Irgendwelche extra Wünsche oder sonst was, sodass ich die Suppe erstmal vertagt habe. Aber heute mache ich die. Ja, was gibt's Neues bei uns? Das Auto von Dirk ist kaputt. Ich habe mich heute gewundert, gucke heute früh raus. Hä? Wieso steht auf dem Parkplatz hier direkt vor der Haustür Dirks Auto? Bin dann raus in den Carport. Christians Auto ist weg. Die sind mit Christians Auto losgefahren zur Arbeit, weil sie, als sie unterwegs waren, zum Glück noch nicht so weit weg, sondern nur ein paar Kilometer hier durch den Wald gerade raus, hat das Auto gesagt, nö, ich fahre nicht mehr weiter. Dirk hat keinen Gang mehr reingekriegt. Also Montag geht sein Auto erstmal zur Werkstatt. Zum Glück haben wir ja noch Christians Auto. Oder eben zur Not wäre natürlich auch mein Auto dann heute weg. Ja, aber ist nicht ganz so schlimm. Jetzt muss es halt in Werkstatt und Dirk fährt mit Christians Auto zur Arbeit. Ja, ansonsten direkt hier bei uns in der Familie ist nichts großartig los. Okay, Raphael ist am Kränkeln. Keine Corona. Also
Der hat sich gestern getestet, heute getestet. Also Corona ist das nicht, aber er ist erkältet. Ne? Also Schnotterseuche halt. Ne? Die Nase ist zu, Husten, verschleimt ein bisschen und solche Sachen. Aber ansonsten alles okay, ich lebe noch. Ja, Muskelkater habe ich nicht ganz so dolle. Das geht, weil ich ja nicht so viel gestern gemacht habe. Ne? Okay, und jetzt genug geschnattert, jetzt wird gekocht und nachher noch was gebacken. Also, viel Spaß. So, ich habe hier Hühnerbrühe. Ich habe hier zwei Hühnerstelzen abgekocht. Richtig schöne Hühnerbrühe daraus bekommen. Und ich mache die jetzt schon mal wieder an und nehme folgende Sachen mit rein. Wie immer, Trüffels. Die gehören in jeder Suppe bei mir rein. Dann eine Zwiebel, zwei Solo-Knobis, einmal zwei Möhrchen, eine Paprika und dann kommt Perlgraupen. Die habe ich gerade ausgewaschen. Also wer nicht weiß, wie Perlgraupen aussehen, so sehen die aus. Ja, Perlgraupen, Gewürzgurken, ein bisschen Tomatenmark oder in meinem Tomaten-Paprikamark und dann Salz, Pfeffer, Gewürze und so weiter. Das Fleisch spule ich gleich auch ab, wenn es ein bisschen abgekühlt ist und schmeiße zurück in den Topf. Ja, und jetzt geht's los mit dem Schnippeln. Zuerst kommen natürlich die Kartoffeln rein. Und die schneide ich einfach mal. Also das ist dann jedem selbst überlassen. Manche mögen es größer, manche kleiner. Ich mag die nicht ganz so riesig, die Stückchen in der Suppe. Deswegen schneide ich die auch klein. So. Die Kartoffeln sind jetzt drin. Und wenn die anfangen zu kochen, kommen auch gleich die Buchweizen, sage ich schon mal, Perlgraupen rein, weil die auch ziemlich lange brauchen. Und jetzt habe ich wie immer meine Pfanne hier. Ich gebe da jetzt ein bisschen Öl rein. Und mache an. Und schneide schon mal die Zwiebel. Die kommt dann in die Pfanne gleich rein zum Anbraten. Und die Möhren und Knoblauch werde ich reiben. Kartoffeln fangen an zu kochen, deswegen gebe ich jetzt die Perlgraupen rein. So. Und lasse das Ganze weiter kochen. Und hier mache ich schon diese Jarke. Also das, was ich immer anbrate extra. Also ich finde, das macht einfach besseren Geschmack, wenn man das Gemüse, also Kartoffeln oder Kartoffeln, Zwiebeln vor allem vorher, bevor es in die Suppe kommt, einmal in etwas Öl oder Butter oder sowas anbrät. Ja, ist einfach leckerer. So, jetzt habe ich da Zwiebeln, Möhren, Paprika und jetzt auch noch den Knoblauch. Und jetzt kommt entweder Tomatenmark oder bei mir ist das jetzt Paprika-Tomatenmark. Uiuiui, der Eimer ist ja fast leer. Aber ich habe ja noch ein paar Gläser. So. Und auch mal mit anrösten.
Und dann gebe ich einfach hier ein bisschen Wasser aus dem Topf, also die Brühe, rein. Also lösche das Ganze quasi ab mit der Brühe und lasse das ein bisschen in der Pfanne schmoren. Also die Brühe habe ich schon gesalzen, während ich noch die Keulen abgekocht habe. Muss man nur nachher probieren, ob es genug ist, weil ich noch mit gekochtem Wasser aus dem Wasserkocher ein bisschen aufgefüllt habe. Ja, das darf jetzt erstmal ein paar Minuten schmoren. Ich mache aber den Herd schon mal aus. Und dann kommt es in den Topf rein. Ja, und ich muss eigentlich nur noch das Fleisch abpulen und wieder zurück in den Topf geben. Und die wichtige Zutat für diese Suppe sind Gewürzgurken. Die schneide ich jetzt einfach auch klein. Gewürzgurken? Ja. Schmeckt doch nicht. Doch. Nein, darf ich mir noch nicht was machen. So, die Gewürzgurken sind klein, deswegen mache ich ein paar mehr. Wenn ihr größere habt oder selbst eingelegt, dann braucht ihr vielleicht nicht ganz so viel. Das Fleisch ist jetzt drin, alles andere auch. Also jetzt ist nur noch der Inhalt der Pfanne, der rein muss. Und mein Omelette. Und dein Omelette in die Mikrowelle, dann mach das doch. Ja, und wie lange denkst du, soll das rein? Mach mal 3 Minuten. Und dann musst du 3 Minuten. So, jetzt ist alles hier drin in der Suppe. Sorry für die Unterbrechung. Ne? Die Semmel ist, wie gesagt, komplett. Hat Hunger. Und hat, ja, wie immer. Was hat Reis immer? Hunger. So, ich probiere mal. Oh, also so lecker. Ja, wir geben jetzt nur ein bisschen Pfeffer rein. Minimal Salz ist tatsächlich gut, wie ich das vorher gewürzt habe. Ein bisschen Dill und Lorbeerblatt. Das ist auch alles. Und die Suppe muss jetzt nur noch gar kochen. Mehr ist es nicht. Das ist eine ziemlich einfache, aber sowas von mega leckere Suppe. Die habe ich früher als Kind geliebt und jetzt mag ich die genauso. So. Jetzt muss das Ganze nur noch fertig kochen, bis die Kartoffeln und die Pergraupen fertig sind. Und dann haben wir morgen was super Leckeres zum Schnabulieren. Das ist jetzt das Essen für morgen. Ich werde jetzt ein bisschen hier den Chaos aufräumen und gucken, was ich noch machen muss. Sehr viel werde ich heute nicht mehr machen. Ich merke gerade wieder meinen Rücken. Ich muss mal kurz mich wieder auf den Fußboden schmeißen und Beine hochnehmen. Und dann geht's weiter. So, ihr Lieben, die Suppe ist eigentlich schon fertig. Ich habe jetzt ausgemacht. Ich zeige es euch nachher, wie es aussieht, wenn alles fertig ist. Super lecker, es duftet hier auch fantastisch. Und jetzt mache ich einen schnellen, einfachen Kirschkuchen. Vom Blech einfach nur einen Kirschkuchen. Also auch ziemlich fettarmen. Ich mache da jetzt nicht großartig was an Butter oder sonst irgendwas. Ich zeige euch einfach mal. Das geht wirklich schnell, weil für was Großes habe ich keine Zeit, keine Lust. Torten werden hier eh nicht wirklich gegessen und außerdem haben wir in, was haben wir heute jetzt, den 28. in 4 Wochen
Geburtstag von Dirk, da gibt's dann Torte. Bis dahin einfach nur was Schnelles und Einfaches, was man auch so mal auf die Hand nehmen kann oder auch mal zur Arbeit mitnehmen kann. Ja, ne. Ich mache eben das, was bei uns am meisten gegessen wird. Ich wurde schon gefragt, wieso backst du nicht irgendwas von Zelle nach oder warum machst du nicht irgendwie die Torte und die Torte? Wozu? Torten mit Buttercreme oder sowas wird erst recht hier nicht gegessen. Das ist einfach nur Verschwendung. Deswegen, wir machen oder ich mache das, was hier tatsächlich gemocht wird. So, und jetzt, wenn ihr wollt, zeige ich euch, was ich mir jetzt gerade ausgedacht habe. So, Bertha ist am Start. Ich nehme jetzt 3 Eier. Einfach im Ganzen. Man kann natürlich, damit es noch fluffiger wird, die Eier trennen und Eiweiß vorher aufschlagen. Muss man aber nicht unbedingt. 3 Eier. Und fange an, die aufzuschlagen. Dann brauchen wir Zucker, logischerweise. Ich habe hier diesen 250er Cup. Den gebe ich jetzt einfach mal rein. Und ein Tütchen Vanillezucker. Und lasse das einmal gut aufschlagen. Natürlich am besten mit einem richtigen Schneebesen. Ich habe jetzt dabei nicht die große Lust, noch mehr Geschirr dreckig zu machen. Einfach so gut aufschlagen, dass die Eiermasse sich ein bisschen vergrößert hat. So leicht schaumig wird. Und ich messe schon mal genauso hier so in Cup. Mehl, mal gucken, ob das reicht. Ich glaube, das wird nicht ganz reichen, weil ich noch ein bisschen, also nicht die ganze Flasche logischerweise, Buttermilch reingeben möchte. Das wird so ein Buttermilch. Ich gebe jetzt so 150 Milliliter ungefähr Buttermilch rein. Den Rest schütte ich in Milch rein. Ist gesund. Ja, und dann brauchen wir nur noch Mehl und Backpulver. Ein Tütchen Backpulver. Und jetzt geben wir das einfach zusammen in den Teig rein. Und lassen das Ganze verrühren und gucken, ob das genug Mehl ist, weil ich ja noch Buttermilch drin habe. Kann sein, dass ich ein kleines bisschen mehr Mehl brauche. Ich denke schon. So, jetzt müsste es reichen. Und das ist eigentlich auch alles an Teig. Mehr brauche ich nicht. So sieht der Teig aus. Jetzt verteile ich den einfach mal hier in meiner Blechkuchenform. Ja, der Teig ist jetzt in der Form drin und hier habe ich meine Kirschen. Moment, Entschuldigung, was soll ich räumen, damit ich wieder Platz habe. Hier habe ich die Kirschen abgetropft. Und die bestäube ich nur ganz bisschen mit Mehl. Ein bisschen hier so. Und verteile auf den Kuchen. Das ist alles. Einfach auf den Kuchen drauf verteilen. Das mit dem Mehl probiere ich zum ersten Mal aus. Also mir wurde das, ich habe das in irgendwelchen Rezepten gesehen, da wird gesagt, dass das verhindert, dass die zu dolle jetzt die Kirschen auf dem Boden vom Kuchen absacken. Ja, so sieht das jetzt aus. Und das geht jetzt in den Backofen. Bei 190 Grad, ich denke mal, da ist so ein flacher, dünner Blechkuchen ist, 20 Minuten reichen. Ihr müsst es halt beobachten. Immer gucken, wenn es braun wird von oben, also anfängt braun zu werden, einmal reinpiksen und gucken, ob das durch ist. Das war es dann auch.
Das wird dann unser Kuchen für morgen sein. Vielleicht mache ich nachher noch ein bisschen Puderzuckerguss drauf. Aber das überlege ich mir später noch. Jetzt muss ich die Hand waschen. So, ihr Lieben, das sind jetzt die Werke von heute, die ich für morgen fertig gemacht habe. Das ist jetzt mein Rassolnik. Super lecker. Okay, ich hätte ein bisschen weniger Pergraupen reingeben können, aber naja, weiß man meistens nie im Voraus, wie gut die auseinandergehen. Und hier ist der Kuchen. Ich habe den jetzt nicht mit Puderzuckerguss, sondern nur mit Puderzucker bestäubt. So sieht das Stückchen aus. Guckt euch das an. Ja, ich bin für heute fertig. Die Fischstäbchen und Pommes sind im Backofen. Geschirrspüler läuft schon wieder. Zum zweiten Mal heute? Ja, zum zweiten Mal. Ich habe mir jetzt hier so ein Wärmepflaster hier im Nacken und genauso auch hier unten im Rücken raufgeklebt. Und werde mich jetzt entspannen, bis das Essen fertig ist. Mehr brauche ich heute auch nicht wirklich zu machen. Ja, ihr Lieben, das war's dann. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein super schönes Wochenende. Bleibt gesund. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei allen fürs Zuschauen, für eure Unterstützung. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich habe wirklich die beste Community, die es gibt. Ihr unterstützt mich wirklich überall, wo es nur geht. Sei es denn jetzt bei den Übungen oder wie ihr fast, ja, ich sag mal, virtuell den Ärzten, die nichts tun momentan, den Kopf abgerissen habt. Das tut wirklich gut, dass ihr einmal an meiner Seite seid. Ich bedanke mich nochmal und ja, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.